Hallo meine lieben Space Marine Kameraden, hier spricht euer Space Marine Gamer, die Quo natürlich. Ja, wie versprochen geht's jetzt weiter mit der Folge 13 oder 14? Warte. 13, es müsste jetzt die 13. Folge sein, sorry. Ja, ich bin auch ab und zu mal durch den Wind. Wind, das himmlische Kind. Aber bevor wir weiter palabern, noch eine kleine Ankündigung. Es wird am 1. April was passieren. Was es genau sein wird, werdet ihr im Laufe der nächsten Folgen ein bisschen mehr davon erfahren. Also immer schön dranbleiben. Jedenfalls viele, einige können sich freuen. Sag ich mal so. Na gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir weiter hier. Wir sollten ja jetzt uns alleine auf den Weg begeben. Und ich es ist damit ja geendet, dass ich ja zu einer Landungskapsel ankam. Ja, genau hier. Und da kommt jetzt was Schönes und ich sag jetzt schon mal gleich, Thor kann einpacken. Yeah. Boah, Energiehammer freigeschaltet. Der mächtige Energiehammer ist die seltenste Nahkampfwaffe der Space Marines. Mit jenem Einsatz wird ein gewaltiger Schlag aus einigen Energiefeldern des Hammers entladen. Die Fernkampfwaffen sind auf Beute und auf Pistole und Beute beschränkt, wenn der Energiehammer genutzt wird. Angreifen, Leben. Oh, ich liebe diese Waffe. Und jetzt ein paar Orknester ausnehmen. Achso. Mit Anlauf. Willkommen im Evakuierungszentrum. Na los. Thor kann einpacken. Wasser und Nahrungsration. Sie werden vor rauem Wetter beschützt. Und wir finden da wieder eine Sonne. Bevor wir die einsammeln, muss ich erstmal gucken. Audiolog. 2, 3, 6, 8 und 10 sind noch gesperrt. Okay. 2 Audiolog. Benjamin, wir haben so lange wie möglich gewartet. Wo bist du? Die Orks kommen über die Hauptbrücke. Ich muss Hannah und deine Mutter hier rausbringen. Geh sofort, wenn du diese Nachricht hörst. Geh zu Wohnblock 74. Wir wollen uns mit anderen aus meiner Schicht treffen. Wir haben deine Sachen. Komm und such uns. Pass auf dich auf. Beeil dich. Jo, der Junge ist wohl nicht gekommen. Ich glaube mal, ein paar Orks haben mit ihnen mal kurz Billard gespielt. Na, wo lang jetzt? Ist so lange her, wo ich das gespielt habe. Ach, da runter müssen wir. Sag es doch gleich. Ich flieh! Oh, da hat sie ihn auch ganz schön erwischt hier. Oh. Ja, Thor kann einpacken, eindeutig. Wenn ich mal genau zielen könnte. Oh. Und zack. Oh. Noch mehr Menschen zum Töten. Ja, noch mehr Menschen zum Töten. Der Hammer haut euch hier schon mit einem Schlag um hier.
Oh. Oh, der Schwede. Und einmal Baseball gespielt, danke. So, ich will da hoch, will ich. Oh Mann, ich will da hoch, du. Ey. Ups. Könnte da noch was sein? Ich guck gerade mal. Ja, nö. Zack. Wir können... Ja, komm. Ich bin so schlecht. So, machen wir das anders. Machen wir mal so hier und laufen jetzt mal ein Stückchen. Ein Stückchen. Ja, wie schon mal vorher erwähnt, Geschichten aus dem Warhammer 40k-Universum. Ich habe letztes Mal eine Xenox-Volk vergessen, und zwar waren es die Tau mit aufzuzählen. Tau sind sehr schnell, sehr stark geworden. Muss man ehrlich sagen. Also meine Fresse, die arbeiten in Kasten zusammen. Und da gibt es so wie Erdkaste, Feuerkaste. Und jeder hat da seine spezielle Aufgabe. Die Feuerkaste ist die Kriegerkaste, die Erdkaste ist die normale Arbeitskaste. Arbeitskaste. Ja, und die arbeiten eben stark, die haben jeder da ihre Aufgaben. Also es wird schon vorbestimmt, was du da machst. Du, stark, groß, schnell, Krieger. Du, fett, faul, Arbeiter. Naja, passt auch nicht zu fett, faul, oder? So. Oh, ich dachte, ich kann jetzt hier die bisschen Billard spielen. Mann, ist das scheiß hier. Ah, kann ich. Ah, perfekte Landung von den Orks. Ja. Zu den Necron sag ich schon. Tyranniden, wie gesagt, hatte ich ja mal erwähnt, die sind so wie, Was auch immer sie tun, Captain, machen sie weiter. Jawohl. Die Grünen heute schwärmen zu ihnen und machen unseren Weg frei. Ja. Jedenfalls, und die Tyranniden sind so ein Volk, wer den Film Starship Troopers kennt, weiß, die sind menschenfressende Insekten, also sind, die fressen alles. Alles, was Biomasse ist, wird da vertilgt. Und, ja. Und sie passen sich je nach Umgebung an. Die ersten 10, 20.000 werden wahrscheinlich sterben. Aber... Aber Chokeslam und Fuß ins Gesicht. Ich lass dich bluten. Ah, das war ein bisschen zu weit hier. Kuckuck. Ich liebe es, die Orks zu verarschen. Alter, was? Mann, ey, die Steuerung. Ja gut, dann muss ich gleich bemängeln, dass die Steuerung ein bisschen. Ab in den Bauch und...
Mann, ey. Ja. Und zack und zack und zack und... Ja, wo schießt denn der? Na, na, na. Ja, tötet mich, ich töte euch. Nochmal, schieß nochmal auf mich. Au, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Space Marine. Nochmal, zack. Mann, hau ab. So, erstmal platt gemacht hier. Wo ist er? Für Ultramar. Jawohl. Mann, ich hab doch den getötet, oder? Ja. So, getötet. Dann laufe ich mal weiter. Lalalala. Lauf, 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 lauf. Lauf, du. Finde ich hier noch was Besonderes? Munition hebe ich mal. Hole ich mir mal. Sonst scheint hier nichts Wichtiges dabei zu sein. Nö, gut. Ja. Ja, dann Necrons sind, waren damals ein Xenox-Volk. Und die sind einen Deal eingegangen. Um ewig zu leben. Dadurch wurden sie zu Erdmetall-Skeletten. Metall. Leute und haben kein Fleisch und keine Seele mehr. Was heißt keine Seele? Also, die sind relativ, ich sag mal so, gefühlskarg. Juhu! Ja. Na, ja, so sieht's nämlich aus. So, wir laufen mal jetzt hier munter los weiter. Und hoffen, dass wir noch ein bisschen was hier finden. Und ein paar Orks, denen den Hammer von Kopf hauen. Ich sag ja, Tor würde neidisch werden. Aber ob Mölln hier stärker ist als ein Energiehammer. Das ist jetzt gut. Das ist jetzt mal die Frage. Okay, halt. Alter. Na los. Das hätten sie leicht verbessern können. Sag ich jetzt mal.
mit den Sprungmodul. Ups. Alter, ich will darauf nur. Und da haben wir den nächsten Servoschädel. Deswegen habe ich gerade mal nachgeguckt. Ach, den Nummer 3 haben wir nicht. Was hat so lange gedauert? Ich habe sie gesehen. Orks in den Verladestationen. Hilf mir mal hiermit. Warum versperrst du die Tür? Dieser Raum ist nicht sicher. Wir müssen gehen, Caleb. Arbeiter, evakuieren. Xenos entdeckt. Ihre Sicherheit ist nicht garantiert. Es ist zu spät, Lilith. Wir können nirgendwo hin. Jo. Würde ich auch mal sagen. Ihr könnt nur noch beten. Ey, ich hab Mama. Und du nun Ball. Und zack, den einer. Na, wo kommt ihr denn her? Ey. Ja. Thema tötet das Space Marines. Ich hab dich schon wieder getötet. Da wäre die Plasma besser geeignet. So. Jetzt bin ich hier. Und sammle erstmal wieder Munition und Granaten ein. Ja, wo wird hier noch scharf geschossen? Allein die Schockwelle zerreißt den. Ich bin ein Instrument des Willens des Imperators. Genau. Und jetzt zeigen Sie mir die nächste Ansammlung von Orks. Ja, mein Lord. Marsis Plaza ist hinter diesem Wohnkomplex. Dort wimmelt es von den Biestern. Okay. Nicht mehr lange. Genau, nicht mehr lange. So. Ach, da lang. Wie nett, dass Sie mir die... Wie nett, dass sie mir das Tor öffnen. Ja, Tor. Lalalala. System gespeichert. Captain, wir sind in Sichtweite der imperialen Bastion. Dann geht weiter. Ihr kennt euren Auftrag. Meine Fresse. Oh, das hat einige zerrissen. Niften. Ach, der Ork ist die Treppe runtergerollt. Hier haben wir einmal kurz in die Luft gesprungen.
Jetzt schwing ich mal den Hammer hier. Ja, so wird das hier gemacht bei uns. Und nochmal. Und zack. Bom. Und den Orkboss wird jetzt so auseinandergenommen. Oh, und der Kleine fliegt gleich mal mit hinterher. Alter, die Körper sind ja voll am Marsch hier. Jawohl. Oh, die Kleinen zerfetzt gleich. Oh, ihr kleinen Nerv, wisst ihr das? Da springe ich mal einmal kurz in die Luft. Und den haue ich gleich einmal um hier. Oh, haben wir eine Mangegend. Und Kuckuck, alles Gute kommt von unten. Ach nee, von oben, Entschuldigung. Ja. Ihr kriegt mich nicht. Ja, Zeit zum Sterben. Ihr stirbt gerade. Schlimmere Tod als... Guck, guck, ich bin wieder oben. Und da bin ich wieder unten. Dafür lege ich dich auf. Hier. Wo war das Umlegen? Ja, überall Orkleichen. Passt. Würde ich. Guten Tag, ist hier was? Hallo, ich bin der Neue, soll ich hier vorsingen? Hallo, hallo. Ne, hier ist nichts. Ich dachte, hier könnte ich noch meinen... Und Schnauze jetzt. So. Ja, Zeit zum Sterben. Und ich sag jetzt erstmal Zeit, die Aufnahme zu beenden. Ja, meine lieben Leute, das war's schon wieder. So schnell vergeht eine Folge bei mir. In dem Sinne, halt. Denkt daran, am 1. April. Freut euch.
Zock gut, euer GEMA die Großer. Ciao. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt. Und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!